Die Landshuter Kriminalpolizei hat eine Diebstahlserie im BMW-Werk Dingolfing aufgedeckt. Polizei und Staatsanwaltschaft haben am Mittwoch in einer groß angelegten Razzia 11 Wohnungen in der Stadt Dingolfing durchsucht und dabei umfangreiches Diebesgut und Beweismaterial sichergestellt. 16 Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen. Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst haben Niederbayern erreicht. Am heutigen Donnerstag wurden beispielsweise die Bauhöfe in Dingolfing, Passau und Straubing bestreikt. In Landshut gab es Aktionen bei der Stadt und den Stadtwerken. Darüber hinaus beteiligten sich auch Mitarbeiter des Bezirksklinikums Mainkofen an dem Warnstreik. In Straubing gab es mittags außerdem eine zentrale Kundgebung vor dem Rathaus. Im Bundestag wird am Donnerstag anlässlich des Weltfrauentags über die Gleichberechtigung debattiert. Frauen in Führungspositionen sind auch im Jahr 2012 noch selten. Die SPD fordert deshalb eine gesetzliche Frauenquote. Wir wollten wissen, ob diese Quote auch bei den Frauen erwünscht ist und haben bei 3 Frauen in Führungspositionen nachgefragt. Das letzte Vorrundenwochenende in der DEL steht auf dem Programm. Die Straubing Tigers haben seit der 2:3-Niederlage am Dienstag in Hannover die direkte Playoff-Qualifikation nicht mehr in der eigenen Hand. Ganz im Gegenteil muss man nun in den beiden beinharten Partien in Berlin und gegen Mannheim schauen, 7. oder 8. in der Tabelle zu bleiben, um in den Pre-Playoffs Heimrecht zu haben.